Hallo und herzlich willkommen zurück in Uttis Konsolenparadies. Wir spielen Paper Mario Color Splash für die Nintendo Wii U. Und im letzten Part hat Mario bewiesen, dass er einer der besten Pizzabäcker der Welt ist. Oder zumindest aus dem Pilzkönigreich. Und jetzt muss er nochmal ran. Und zwar muss er einen VIP-Gast bekochen in der Paprikaterie. Schauen wir mal, was der VIP-Gast so von ihm will. Hi. Bist du der Überzeugung, dass du einen Mal kreieren kannst, das unserem äußerst wählerischen VIP mundet? Ja. Nun gut, folge mir. Viel Glück. So, da bin ich aber mal gespannt, wer unser VIP ist. Guten Tag. Geknickt? Na, 2 bis 4 Wochen, um sich zu erholen. Na dann lasst halt einen anderen Koch das Essen zubereiten. Ich habe Gerüchte über einen sehr talentierten Koch gehört, der gerade angekommen ist. Hoffen wir für euch, dass die Gerüchte stimmen. In diesem Raum befindet sich der VIP. Bitte sprich mit ihm, aber nur durch den Vorhang. Zum VIP-Service gehört absolute Diskretion. Okay. Hi. Bist du etwa der Typ, der die Pizza gebacken hat? Die sie da hinten gerade die alle verschlingen? Du bist es. Wieso verschwendest du dann deine Zeit hier? Koch etwas Delikates, das einem empfindlichen Gaumen schmeichelt. Hier eine kleine Starthilfe. Hä? Okay. Gut. Wir kämpfen jetzt gegen ein Stück Fleisch. Wir müssen ein Stück Fleisch machen. Okay. Wir haben 3 Restrunden. Gut, was muss man zuerst machen mit Fleisch? Plattkloppen. Also nehmen wir mal so alles, was wir an Hämmer haben. Fertig. Rein damit. So. Dann hau mal raus. Spitze. So, okay. Gut. Gut. Super. Spitze. Exzellent. Bams. Okay. Das ist aber nicht mehr bissfest. Ist das Astronautennahrung? Oh. Was ist das? Es ist zu weich und zu roh. Sieht aus wie Fleisch. Etwas Netteres fällt mir leider nicht dazu ein. Ich kann es unmöglich essen. Also der VIP hat einen sehr erlesenen Geschmack. Warum holst du nicht etwas Rat bei unseren anderen Gästen? Okay. Ich verkaufe euch ein oder andere kulinarische Dings. Interessiert? Nee, das haben wir alles. Ich weiß auch, dass wir das alles noch brauchen werden. Du bist der Einzige, der auch nur eine Chance hat, unseren VIP zufriedenzustellen, Mario. Okay. Was brauchen wir denn? Die Schlüssel zum Erfolg ist, das Fleisch gleichmäßig von beiden Seiten zu grillen. Die gleiche Hitze und die gleiche Zeit für beide Seiten. Wenn das Fleisch noch ganz zäh ist, bist du noch nicht fertig mit der Vorbereitung. Aber achte auch darauf, es nicht zu weich zu klopfen. Wenn es ungefähr auf halber Höhe überhängt, ist es genau richtig. Du kannst Fleisch nicht einfach so grillen. Du musst dir schon die Zeit nehmen, es richtig vorzubereiten. Zeig dem Fleisch, dass hier etwas in ihm liegt. Und klopf es ordentlich weich. Fügst du Gewürze hinzu, nachdem das Fleisch zum Grillen vorbereitet wurde, rundet das den Geschmack ab? Man kann Fleisch durchaus mittels einer Feuerblume grillen, aber die Temperatur fluktuiert sehr stark. Ich bin mir sicher, dass es irgendwo da draußen ein perfektes Utensil zum Braten von Fleisch gibt. Wenn man die Gewürze nach dem Grillen hinzugibt, entfalten sie ihren Geschmack nicht so deutlich und es schmeckt nicht ganz so gut. Ja, okay. Ich glaube, wir wissen es. Wir werden es nochmal versuchen. Also es darf halb überhängen. Wir haben es zu weich geklopft. Okay. Ich würde dir am liebsten so richtig die Meinung sagen, aber ich bin einfach zu geschwächt vor Hunger. Ich gebe dir noch eine letzte Chance und wenn du die in den Sand setzt, überlege ich mir nochmal was Neues. Gut. Kloppen wir das Fleisch weich. Also als Vegetarier kann ich das eigentlich nicht unterstützen, ne? Muss ich nur mal so sagen. Also eigentlich müssten wir dieses Let's Play an dieser Stelle abbrechen. So, gucken wir mal. Super. 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 Ja, okay. Au!
Also ich glaube, einen Hammer können wir noch draufhauen. Ich nehme mal, ich habe eh nur noch zwei Hämmer, ne? Also ich nehme mal beide mit rein. Und dann gucken wir mal, wie sich das Fleisch verändert. So. Okay, ich glaube, das ist genug. Wir lassen das jetzt. So. Okay, das Fleisch macht uns echt fertig. Aber, ja, ich bin Vegetarier, wie gesagt. Fleisch macht einen sowieso fertig. Habe ich jetzt nicht gesagt, ne? Gut, wir nehmen zum Zubereiten eine Pfeffermühle, dann einen Grill und als letztes eine Zitrone. Damit wir ein perfektes Steak braten können. So. Hau raus. Komm schon. So. Mal schön mit Salz und Pfeffer. Boah, die Animation ruckelt. Warum? Das kann doch nicht sein. So, das ist vom Aroma schon mal perfekt. Jetzt kommt das Fleisch erstmal schön auf den Grill. Aber bitte Medium, ne? Also wenn, dann richtig. Medium maximal. Eigentlich eher English Rare. So. Okay. Und jetzt zum Abrunden packen wir noch ein bisschen Zitrone da drauf. Oh ja. Boah, aber nicht so viel. Schmeckt doch nicht. Ey. Ey. Das sieht doch mal fertig aus. Hoffentlich schmeckt's auch. Guten. Guten Appetit. Und was sagt er? Oh. Das ist das beste Steak, das ich jemals gegessen habe. Du bist wirklich ein unglaublich talentierter Koch. Dieser Geschmack ist einzigartig. Hiermit erkläre ich dieses Restaurant offiziell zu einem meiner favorisierten Sternrestaurants. Und ich gebe dir das für deine Leistung. Yay! Das ist ein kleiner Farbstern! Du hast es geschafft, Mario. Danke! Unglaublich, der VIP hat unserem Restaurant nach nur einem Bissen einen Stern gegeben und noch einen halben. Der VIP wirkte sehr zufrieden, als er mit dem Essen fertig war. Er wollte dann zum Abendrot-Express. Es wartet ein großer Stern auf dich, aber den kleinen hier kannst du ruhig auch schon mitnehmen. Ein großer Stern? Könnt ihr damit einen großen Farbstern meinen? Fährt der Abendrot-Express etwa zu einem Farbstern? Mario, wir müssen sofort zum Abendrot-Express. Okay, machen wir. Wir haben also die Paprikaterie endgültig abgeschlossen. Sehr schön. Nee, das ist der erste Farbstern hier. Also, ja, okay. Gut, aber wir wollen vorher noch hier einmal diesen farblos Fleck ausmalen. Genau, dankeschön. Ein Herz gibt es dazu auch. Das ist sehr nett, denn das Fleisch hat uns ganz schön ordentlich vermöbelt. Okay, und damit haben wir den Level geschafft. Und ja, es geht mit großen Schritten weiter, denn beim Abendrot-Express kriegen wir den vorletzten großen Farbstern. Wohlgemerkt, den vorletzten. Aha, und unser Zug fährt mit. So, aber ich fand diese ganze Idee, ne, was man hier so gemacht hat, fand ich großartig. Okay, 78%. Ich weiß nicht, wie ich an die oberen farblos Flecken rankommen soll. Egal, wir machen weiter beim Abendrot-Express. Zum großen Farbstern. Ja, ja. Ich freue mich drauf. Ah, Mario, du kommst gerade recht, wie immer. Schon komisch. Von hier aus fährt der Abendrot-Express zum Kap Sternenzelt. Die Lokomotive kommt vom Restaurant, aber... Was geht denn hier vor? Wir sind endlich am Ziel und bekommen kein grünes Licht.
Das hatte ich gerade sagen wollen. Auf der Strecke vor uns gab es einen schlimmen Steinschlag. Und da wir nicht stark genug sind, um den Weg freizumachen, laufen wir einfach sinnlos in der Gegend herum. Toads sind nicht besonders gut darin, sich zu organisieren, weißt du? Ein Steinschlag? Da hilft nur eins. Panik! Hört nicht auf ihn. Panik hat noch nie Probleme gelöst. Wir müssen die Gleise räumen. Wenn der Abendrot-Express nicht fährt, kommen wir nicht nach Kap Sternenzelt. Und wenn wir nicht nach Kap Sternenzelt kommen, finden wir den großen Farbstern niemals. Und wenn wir den nicht finden, ist alles aus. Panik! Uff, tut mir leid. Okay, ja. Wir beugen der Panik vor. Ganz einfach, wir machen das. Wir schaffen das. Ja, ja, auf jeden Fall. So, aber erstmal möchte dieses Gleis hier gefärbt werden. Nö, will's nicht. Okay, hast du noch irgendwas zu sagen? Sobald der Felsen aus dem Weg ist, können wir die Wagen anhängen und uns auf den Weg zu Kap Sternenzelt machen. Die Verzögerung tut mir furchtbar leid für unsere Passagiere, vor allem für unseren VIP, der bei der Paprikaterie zugestiegen ist. Bitte hilf uns, den Felsen so schnell wie möglich aus dem Weg zu räumen. Ja, ich versuch's. Wir gucken mal, was wir machen können. Aber hier kommen wir erstmal nicht weiter. Dann haben wir hier eine Kiste. Die färben wir mal ein. Es gibt Hammer. Eigentlich müssen wir nochmal zurück nach Port Prisma, denn wir haben kaum noch Angriffskarten. Aber wir werden erstmal gucken, wie weit wir so kommen. So, was haben wir hier? Oh, schön. Einen großen Bohrsprung. Das ist sehr gut. Die großen Bohrsprünge, die machen tatsächlich sehr viel Schaden. Ein Feuerhammer ist auch echt klasse. Ah, erstmal hier gucken, umhören. So, was man halt so bei Paper Mario macht. Nee, aber ich finde, so momentan, so geht's ja so langsam Richtung Ende und das Spiel macht sich richtig gut. Und das sieht so aus, als müsste man hier irgendwas ausschneiden, aber es kommt kein Raster. Hi. Folge den Gleisen und du kommst zum Steinschlag. Da kannst du gar nicht verfehlen. Okay. Machen wir mal. Wir haben da hinten auch einen Entfaltungsblock gesehen. Aber ich befürchte, mit dem können wir noch nichts anfangen. So, was... Ah, doch! Hier ist etwas, das wir entfalten können. Okay. Gut. Aber dafür müssen wir sehr schnell unterwegs sein, oder? Schaffen wir das? Oh, cool. Zwei Maxi-Pilze. Gut. Erstmal den hier. Dankeschön. Großen Wurfhammer. Kann man immer gebrauchen. In die Kiste, da oben kommen wir noch nicht hin. Okay. Und was sagst du mir? Ich will mir doch nur Züge ansehen. Mehr brauche ich nicht. Der beste Ort, um Züge zu sehen, ist der Vorsprung da an der Wand. Für mich ist er allerdings zu hoch, um hinaufzukommen. Schon seltsam, denn ich war bereits einmal da oben. Aber ich erinnere mich einfach nicht, wie ich das geschafft habe. Ich habe auch keine Ahnung, wie du das schaffen sollst. Ich weiß nur, dass ich da nicht so einfach hochkomme. Der Steinschlag ist gleich da vorne. Folge einfach den Gleisen. Ja gut. Aber vorher versuchen wir einmal den Entfaltungsblock zu entfalten. Haha, was auch sonst. Aber das ist schon... Das ist sehr weit. Gucken wir mal, wie der Timer so tickt. Vielleicht hat er ja 30 Sekunden oder so. Dieser Wagen ist für die roten Retter-Toads reserviert. Je schneller dieser Steinschlag aus dem Weg geräumt ist, umso eher können sie ihren wohlverdienten Urlaub antreten. Ihr juckt es bestimmt in den Fingern, diesen Entfaltungsblock mal auszuprobieren, aber bitte kümmere dich zuerst um den Steinschlag. Schön langsam! Du zerquetscht mir noch die Zehen. Kümmere dich lieber um diesen Steinschlag. Na gut. Ist ja okay. Ach, Mann, ey. Warum muss ich mich um diesen blöden Steinschlag kümmern? Ganz ehrlich. Ich will doch nur diesen grünen, was auch immer, Block hier auseinanderklappen. Aber nein, der Tod steht im Weg und sagt, nö, ist nicht, geht nicht, weil ist nicht. Immer diese extrovertierten Toads, ganz ehrlich. Oh, ein Swamp. Mario, sieh dir nur diesen gigantischen Felsen an. Ich habe ihn aufgefordert, den Weg frei zu machen, aber er hört einfach nicht auf mich. Vielleicht musst du etwas höflicher sein. Verzeihung, mein Herr. Würdest du ihn etwas aufmachen, ein Stück zur Seite zu rücken? Aus dem Weg, Betonschädel! Nicht zu machen. Er scheint uns gar nicht zu hören. Vielleicht schläft er ja. Ich hab's, wenn wir meine Stimme lauter machen könnten, ließ er sich vielleicht erschrecken und aufwecken. Oh ja, das können wir.
Wie genau kommen wir auf die andere Seite vom Zaun? Ja, okay, das kennen wir. Ja. Er wacht noch nicht einmal auf, wenn ich so laut rufe, wie ich nur kann, wenn ich meine Stimme nur noch lauter machen könnte. Ja. Die Karte müssen wir da rechts einsetzen. Da kommen wir nur noch nicht dran. Vielleicht dürfen wir jetzt den Entfaltungsblock benutzen, wenn wir dem Toad sagen können, ey, das mit dem Steinschlag können wir nicht lösen, wenn du nicht die Biege machst. Irgendwie sowas. Ich meine, letztendlich ist es ja nur die Wahrheit. Oder können wir hier noch irgendwo irgendwas ausschneiden? Nee, es sieht auf... Nee. Dieser blöde Toad muss einfach da von seinem Entfaltungsblock weg. Vielleicht können wir dann auch... Können wir dann damit da hoch zu... Aha! 20 Sekunden. Das ist aber sportlich. Das ist richtig sportlich. Natürlich. Okay, wir machen das nochmal. Diesmal nicht unter erschwerten Bedingungen. Aber der Toad hat scheinbar von Anfang an hat scheinbar sehr gut gemerkt, dass er da maximal im Weg steht. So. 3. Wow. Komm schon. Okay. Das war knapp, aber es hat geklappt. Düpp, 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 düpp. Aha. Hey! Wir haben doch gar nicht alle Baumstämme heruntergerollt. So ist's besser. Okay. Guten Tag. Ihr wollt wirklich gegen mich kämpfen, ja? Gut. Ihr kriegt einen Seriensprung. Wenn ich den jetzt nicht verkacke, dann seid ihr alle platt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, geht doch. Er hat keine Lust, mich ja jetzt lange mit aufzuhalten. So. Boah, für unseren Hammer brauchen wir aber jetzt richtig viel Zeug. Okay. Speichervorgang. Gut, und jetzt haben wir dann halt auch wirklich die Treppe, um hier hochzukommen. Und dann kommen wir halt nach da hinten und können die Karte einsetzen. Wir haben ja noch ein Megafon. Okay, gut. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal einen Cut. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Wenn ja, dann gebt einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen werden. Bis zum nächsten Mal, sage ich, keep gaming und ciao.